Hallo meine lieben Freunde, ich bin wieder da, das Ruhrpott-Rodeo ist zu Ende. Ja, und wir haben heute schon Montag. Ich bin noch ein bisschen müde, weil ich kam gestern erst um 3 Uhr nach Hause. Aber ja gut. Ja, da mein Infovideo zum Ruhrpott-Rodeo irgendwie unglaublich viele Aufrufe hatte, also für meine Verhältnisse, und sogar einen Daumen hoch bekommen habe ich mir gedacht, mache ich so ein paar Erzählungen über das Ruhrpott-Rodeo, weil angeblich interessiert es euch ja so ein bisschen, ne? Ich habe versucht irgendwie, ich habe selbst keine Bilder gemacht, habe versucht irgendwie Bilder, wollte so ein bisschen einspielen, aber hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Deswegen werdet ihr jetzt die ganze Zeit nur mein PS3-Hintergrundbild sehen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ist ja kacke, dann öffnet einfach einen neuen Tab. Ihr müsst hier wirklich nur hören. Ihr könnt in der Zeit ruhig was anderes machen. Macht Dinge, wie die ihr wollt. Ihr müsst das einfach nur hören und dann hat sich die Sache auch schon erledigt. Ja, das Ruhrpott Rodeo war auf jeden Fall ziemlich geil. Mit wem war ich überhaupt da? Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich war mit vielen Freunden da und wir haben wirklich pure Scheiße gebaut und sowas. Leider nein. Wäre schön gewesen, aber ich war mit meinem Vater da. Was? Du fährst mit deinem Vater auf ein Punk-Festival? Ja. Warum ich mit meinem Vater auf Punk-Festivals fahre? Hat zwei Gründe. Und zwar, erster Grund. Jetzt haltet euch fest, mein Vater ist Punk. Ja. Was meint ihr, woher ich meinen Musikgeschmack habe? Durch meine Eltern. Es klingt komisch, ist aber so. Mein Vater als Punk, meine Mutter, die hört Hardcore oder weitestgehend Hardcore und mein Stiefvater hört Metal und deshalb fahre ich in die Punk-Hardcore-Metal-Schiene. Was eigentlich relativ geil ist, deshalb habe ich meinen Eltern auch meinen Musikgeschmack zu verdanken. Und ja. Und der zweite Grund ist, gefühlt alle meine Freunde, Kumpels und so weiter hören nicht das, was ich höre. Ist zwar schade, aber ist leider halt so. Aber gut. Ja. Wow, sorry. Dann sind wir am Freitag losgefahren. Mein Vater wohnt relativ in der Nähe. Deshalb haben wir nicht da übernachtet oder so, sondern sind dann jeden Abend wieder nach Hause gefahren. Ist zwar natürlich umständlich, aber Leute, ich schlafe lieber später in einem Bett gemütlich und kann ausschlafen, als wie in einem Zelt, wo hunderte Besoffene die komplette Nacht durchfeiern. Und du kannst da nicht pennen. Also das mag ich dann doch lieber. Ja, wir sind Freitag losgefahren, wollten eigentlich schon zu abstürzenden Brieftauben da sein, weil das auch eine Lieblingsband meines Vaters ist von früher. Haben es aber nicht geschafft, weil Stau. Und zwar sehr, sehr lange. Wir standen gefühlt 2 Stunden im Stau und haben somit die abstürzenden Brieftauben verpasst und sogar noch die Band danach. Deshalb sind wir erst zu Alarmsignal angekommen. Und ja, auf jeden Fall, das Ruhrpott-Rodeo hat sich total verändert. Ich war 3 Jahre lang nicht mehr da. Es ist größer geworden, es ist geiler geworden. Ich hab's zwar nicht gerne, wenn Festivals wirklich richtig groß sind. Ich sag jetzt mal, Rock am Ring oder sowas, wo du mehrere 100 € bezahlst für eine Karte und dann stehst du in der letzten Reihe und kannst die Bands über Monitor verfolgen. Da kannst du auch lieber zu Hause gucken. Aber so groß ist Ruhrpott Rodeo auch ja nicht. Aber es ist größer geworden auf jeden Fall. Und es hat sich auch sehr verändert zu 2012, wo ich das letzte Mal da war. Warum ich die letzten beiden Jahre davor nicht da war, war der Grund, 2013 haben nicht so gute Bands gespielt, die mir jetzt nicht so zugesagt haben. 2014 war ich zu der Zeit auf einem anderen Festival. Obwohl ich das ein bisschen schade finde, weil 2014 haben wir echt geile Bands gespielt, wenn ich überlege. Bad Religion, Pennywise, göttlich, Pennywise. Ja, war halt nun mal so. Ja, wie gesagt, wir sind zu Alarmsignal gekommen und ich muss sagen, die waren relativ okay. Die waren gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin zwar jetzt nicht so der Deutsch, generell so, ich höre nicht so gern deutsche Lieder, deutsche Bands. Aber die waren okay. Konnte man sich auf jeden Fall gut anhören, hat Spaß gemacht und so weiter und so fort. Dann kam Subhumans, ich werde jetzt so ein bisschen so auf diese Bands und so eingehen, die ich mal mitbekommen habe. Subhumans, ich kann mich wirklich nicht mehr genau an Subhumans erinnern. Aber die waren auch okay, weil wenn sie scheiße gewesen wären, wüsste ich das. Also, die müssen okay gewesen sein. Auf jeden Fall. Nach Subhumans hat gespielt die Blockflöte des Todes auf der kleinen Bühne. Und das war das erste Highlight. Weil Blockflöte des Todes, Blockflöte des Todes, genau. Blockflöte des Todes, man kann sich da überhaupt nichts drunter vorstellen. Ich habe mir da auch überhaupt nichts drunter vorgestellt.
Ich bin zu der kleinen Bühne gegangen und dann trat da ein Mann mit einer Gitarre auf die Bühne und hat wirklich richtig geile Lieder auch gemacht. Er war spaßig, er hat geile Witze gerissen, seine Lieder waren auch so ein bisschen spaßig angelehnt, das war richtig schön. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schade, dass der nur 25 Minuten gespielt hat. Ich hätte mir das sogar gern noch länger angehört. Klingt zwar komisch, ist aber so. Und ja, das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Blockflöte des Todes. Nach Blockflöte des Todes kam Egotronic und das war der erste Makel, weil Egotronic war nicht wirklich meins. Es hatte ein bisschen Techno und ja, der Rest war auch nicht gerade wirklich gut. Ich bin absolut kein Techno-Fan. Ich frage mich auch, was so Techno-mäßiges schon auf einem Punk-Festival zu suchen hat, aber es gab noch Schlimmeres auf dem Festival. Keine Sorge, das wird noch witzig auf jeden Fall. Deshalb haben wir uns auch Egotronic gar nicht erst wirklich richtig angetan. Wir sind zum Auto gegangen, haben im Auto so ein bisschen gewartet und so weiter, bis das nächste kam. Danach kam nämlich Total Chaos. Die kenne ich auch schon von meinen Eltern. Ist eine Lieblingsband von meinen Eltern. Meine Mutter hatte auch mal Aufkleber am Auto gehabt von Total Chaos. Damals kannte ich die noch nicht wirklich. Die waren auf jeden Fall geil. Ich bin zwar auch nicht so der Fan von wirklich richtig alten Punkbands. Für mich muss das schon so ein bisschen Struktur haben in den Liedern, aber trotzdem, die haben richtig geile Stimmung gemacht. Und ja, hat auf jeden Fall richtig großen Spaß gemacht. Die waren auch sogar nett. Ich habe mal eine Dokumentation über Punkbands gesehen, da kam der Sänger so ein bisschen rüber. Aber die waren relativ nett, die haben auch mit den Fans so ein bisschen geredet. War eigentlich ganz schön. Und danach kam natürlich die Band, die ich unbedingt sehen wollte, für die ich eigentlich nur auf das Festival gefahren bin. Agnostic Front. Göttlich Agnostic Front. Ich habe sie gefühlt schon 10-mal live gesehen, aber es ist einfach immer wieder geil. Ich kenne zwar wirklich nicht wirklich viele Lieder von Agnostic Front, aber die, die ich kenne, sind geil. Wie Gotta Go oder For My Family. Richtig, richtig geile Stimmung auf jeden Fall. Irgendwann, so Mitte von Agnostic Front, wurde dann tatsächlich ein Rollstuhlfahrer, ja hier bei Crowdsurfing und so, wurde rübergehoben, weil ein Rad von denen abgegangen ist. Warum auch immer, ich weiß, ich will gar nicht wissen, wie es passiert ist, aber ist passiert. Das konnte ich auf jeden Fall gut sehen. Ich war nämlich bei Agnostic Front nicht im Pit. Ich bin eigentlich bekannt dafür, für den Typen, der immer im Pit ist. Das kann mein Cousin euch bestimmt bestätigen. Ich sag nur Pennywise. Und warum ich da nicht im Pit war, es liegt einfach daran, wenn du mit deinen Eltern da bist, kann man das einfach nicht. Wenn ich jetzt mit Freunden da gewesen wäre, ich wäre sofort in den Pit gegangen. Aber bei Eltern, ihr wisst ja, wie Eltern sind, ne? Deshalb lasse ich das mal lieber. Nicht, dass mein Vater irgendwie sagen würde, nein, ich will nicht, sondern die würden das weitererzählen und das wäre ein bisschen peinlich. Und so weiter. Und mein Vater, wenn mein Vater jetzt gesagt hätte, er würde sich hinten hinstellen und ich wäre alleine nach vorne gegangen, dann ja, aber mein Vater wollte auch mit nach vorne und deshalb habe ich da jetzt nicht wirklich rumgepokt oder sowas. Auf jeden Fall haben die tatsächlich gewartet, bis man den Reifen wieder anmontiert hat und die haben den sogar auf die Bühne geholt. Der durfte mit auf die Bühne, was ich auch relativ geil fand, weil es gibt nicht viele Bands, die sowas machen. Vor allem, das ist auch der Grund, warum ich so Punk, Hardcore oder Metal liebe, weil die einfach eine enge Bindung zu den Zuschauern haben. Oder habt ihr jemals schon mal irgendwie Helene Fischer gesehen, wie die einen Rollstuhlfahrer auf die Bühne geholt haben, der da mitfeiern durfte? Habt ihr das schon mal gesehen? Also ich nicht. Deshalb, die haben eine richtig geile, enge Bindung. Und dann kam mein Lieblingslied, Gotta Go. Und er hat es angestimmt, aber es ist sofort aufgefallen. Ganz am Anfang, wenn der so die ersten zwei Zeilen gesungen hat, kommt normalerweise ein bisschen Schlagzeug mit hinzu. Das kam aber nicht. Warum? Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Auf jeden Fall war die Trommel kaputt. Ich schätze mal, das Fell ist gerissen von dem Schlagzeuger. Und das musste ausgetauscht werden. Und deshalb hat der Sänger das Lied gefühlt dreimal angestimmt. aber dreimal hintereinander konnte es nicht beendet werden, weil die immer noch an Trommeln austauschen war. Der Sänger schien darüber ein bisschen böse gewesen zu sein. Der war auf jeden Fall nicht wirklich begeistert. Aber ganz im Ernst, darüber muss man nicht böse sein. Das passiert nun mal. Ich auch als Schlagzeuger weiß, dass sowas nun mal passiert. Mir ist zwar auch noch nie ein Fell gerissen, aber man weiß ja, wenn Sticks kaputt gehen oder sonst irgendwas, wenn mal bei einem Gitarristen die Saite reißt, dann ist das klar. Das kann mal passieren. Das muss man nicht schlimm finden. Die Fans sagen ja auch nicht, oh, ihr seid da scheiße, nur weil bei dem einen das Fell gerissen ist oder bei dem einen die Saite gerissen ist. Nein. Wir feiern das trotzdem. Also da muss man sich wirklich nicht drüber aufregen. Ja, nach Agnostic Front sind wir auch schon wieder gefahren, weil feine Sahne Fischfilet ist absolut nicht meins. Und nein!
Jetzt ist mein Bildschirmschoner dunkel geworden. Da hätte ich mit rechnen sollen. Scheiße. Einen Moment. Ich habe natürlich auch keinen Controller hier in der Nähe gehabt, was das bitter ist. Deswegen musste ich jetzt mal kurz aufstehen. Tut mir leid. Aber ich schätze mal, es ist auch nicht so schlimm. Genau wie bei Leuten, die Seite reißen, muss ich auch mal aufstehen bei Videos. Ich hoffe, ihr seid mir da auch nicht so böse wie ich auf dem Festival. Ja, feine Sahne, Fischfilet. Mein Vater hat sie schon mal gesehen und er hat mir erzählt, das ist so Oi-Mucke. Und ich bin absolut kein Oi-Fan. Ich hasse Oi. Tut mir leid. Und deshalb haben wir uns das echt nicht gegeben. Die anderen auf der Nebenbühne auch nicht und Refused habe ich noch nicht wirklich gehört und wir wollten auch jetzt nicht wirklich da 3 Stunden nur auf Refused warten und am Ende ist Refused auch nicht so gut. Deshalb sind wir dann schon gefahren und das war auch schon der Freitag für uns. Und wie gesagt, wir kamen zu Hause an, ich konnte ausschlafen. Ja, in einem Bett und ich in scheiß Zelt und so weiter und so fort. Dann am Samstag sind wir losgefahren und kamen zu den Dictators an. Ich kann mich an die nicht mehr wirklich erinnern, ich weiß nur, die waren okay. Es ging. Also wie gesagt, wenn irgendwas scheiße gewesen wäre, ich wüsste das, aber es war okay. Nach den Dictators sind wir aber zum Auto gegangen, weil Fußball-Bundesliga lief und wir wollten das unbedingt mitbekommen, wer absteigt, weil wir sind ja St. Pauli-Fans und haben natürlich gehofft, dass der Hamburger SV absteigt, aber ist ja leider nicht passiert, aber jetzt werden natürlich alle HSV-Fans böse auf mich sein, tut mir leid. Aber ist halt so. Deshalb haben wir Pescau verpasst, aber dann. Mein Vater wollte unbedingt die Real Mackenzies sehen. Die hat er nämlich schon mal auf der 100-Jahr-Feier von St. Pauli gesehen und meinte, die wären gut. Ich stehe auch normalerweise auf so Irish Folk. Ja gut, ich glaube, die kamen jetzt eher aus Schottland, weil die Schottenröcke anhatten, was der einzigste Nachteil an ihnen war. Also, Real Mackenzies waren auf jeden Fall gute Stimmungsmacher. Hatten aber jetzt nicht wirklich Strukturen in den Liedern oder zumindest da am Konzert jetzt nicht. Deshalb war es jetzt nicht so meins, aber für Stimmung war es auf jeden Fall okay. Aber was mich ein bisschen verstört hat, ist, dass die ab und zu schon mal ihren Schottenrock hochgehoben haben und untenrum alles schön gezeigt haben. Was ein bisschen verstörend war, aber ja gut, ist halt Punk. Ne? Da laufen schon mal nackte Leute rum. Muss man mit leben. Danach sind wir, glaube ich, wieder zum Auto gegangen, weil, keine Ahnung, uns der Rest nicht so gefallen hat. So Knorkator, Satanic Surfers haben wir gar nicht mitbekommen. Ja, dann liefen die Kassierer. Die Kassierer kennen wir schon von 2013. Ja. Und, ja. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen soll, so Kassierer einzuladen, aber Leute, es ist. Wer feiert denn sowas bitte ab? Ich meine, an sich. Nein. Das Problem ist einfach die Texte. Die Texte, die Texte, die Texte, die Texte. Weißt du? Die Lieder handeln einfach nur von Ficken, Saufen, Penissen, weiblichen Geschlechtsteilen und noch mehr Sex und Fußball und Ficken und Saufen und. Oh, nein, einfach nein. Also, ich bin ein Mensch, der sehr auf Texte achtet, ja? Ihr seht ja, ich bin Rise Against Fan, weil ich da sehr auf die Texte achte. Anti-Flag, Stick to Your Guns, die haben einfach geile Texte. Die Texte gehen mir auch wirklich ans Herz. Das sind richtig geile Texte, aber nein, einfach, sowas gehört da nicht hin. Viele sagen ja, besoffen feiert man alles ab. Ich sag euch, sowas würde ich nicht mal besoffen abfeiern. Sowas würde ich nicht mal besoffen abfeiern. Die haben mir zwar auch. Wir sind zwar auch im Auto geblieben bei den Kassierern, aber sind dann runtergegangen wieder, als die dann zu Ende waren, haben aber das letzte Lied doch mitbekommen, wir sind gerade da reingekommen. Da hörte man den Sänger nur sagen, das nächste Lied handelt von Sex mit einem Alien und das heißt UFO. Und ich dachte mir nur so, tschüss, ich geh wieder. Was ist denn das? Einfach nein. Einfach nur nein. Also, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Tut mir leid. Ja, dann das nächste Highlight eigentlich. Agnetha, eine ABBA-Coverband. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was hat eine ABBA-Coverband auf einem Punk-Festival zu suchen? Das haben die nämlich die Zuschauer auch gefragt. Und der Typ hinter mir hat geschrien, ausziehen. Klare Antwort. Ich meine, was anderes hätte man ja nicht sagen können. Also, ja, ich hätte es auch gewollt, dass die Sängerin sich ausziehen. Also, ich meine, wer will das nicht? Hallo?
Aber man kann leider nicht alles im Leben haben. Aber warum ich das so gefeiert habe, ist einfach. Ich glaube, keiner mag da ABBA. Oder wer mag ABBA? Ich meine, man kennt natürlich die Lieder Dancing Queen, SOS oder keine Ahnung, Thank You for the Music oder keine Ahnung, wie das Lied heißt. Man kennt diese Lieder einfach, man kann die auch mitsingen. Und das war einfach das Geile. Jeder hat mitgemacht. Die haben getanzt, die haben mitgemacht. Das waren Punks, die ABBA abgefeiert haben. Ich musste drüber lachen. Aber ich fand's auch gut. Ich weiß nicht warum, aber man hat es einfach gefeiert. Ich trinke ja nichts, also ihr könnt jetzt nicht sagen, vielleicht warst du besoffen oder so. Nein, ich trinke nichts, ich trinke kein Alkohol. Ich habe das auch so gefeiert. War auf jeden Fall, war auch mal eine witzige Abwechslung einfach. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann auf der Hauptbühne Danko Jones. Wurde mir schon von einem sehr guten Bekannten empfohlen. Der meinte, die wären richtig geil. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen, weil ich von denen noch nie was gehört habe. Oder sonst irgendwas. Also war ich erwartungslos. Aber ich muss zugeben, er hatte einfach recht. Die waren wirklich richtig geil. Ich habe die abgefeiert wie sonst was. Von denen würde ich mir auf jeden Fall auch mal Alben kaufen, weil die sind auch wirklich richtig geil. Oder zumindest er. Ich weiß nicht. Er hatte, glaube ich, wahrscheinlich nur so eine Tourband. Aber der Gitarrist, der Schlagzeuger, die haben einfach auch richtig geile Stimmung gemacht. Also der sollte die beiden auf jeden Fall behalten. War wirklich richtig, richtig geil. War auch eher so Musik für mich, nicht so für meinen Vater, der ja nur so Punk hört. Das war eher so, ging so eher so ein bisschen in die schon härtere Richtung. Dann auf der Nebentribüne, die wir uns jetzt nicht so wirklich angetan haben, Love A. Ja, gut. Als Pausenfüller okay, ging aber eher so in die Wir sind Helden Richtung. Also war jetzt nicht wirklich Punk oder sowas, war eher so ruhigere Sachen. War jetzt nicht so meins. Dann aber Headliner Stiff Little Fingers. Die sollten eigentlich schon 2012, wo ich da war, schon Headliner sein, haben aber dann abgesagt und sind dann, oder sind dann, haben dann dieses Jahr zugesagt. Ich konnte mir unter denen auch nichts vorstellen, aber ich bin mir nicht sicher, aber ich habe die irgendwo schon mal gesehen. Als die auf die Bühne kamen, ich habe die Gesichter der Band schon mal auf jeden Fall irgendwo gesehen. Und die waren auch nicht schlecht. Also ich fand die auch gut. Ich fand die auf jeden Fall gut und ja, hat Spaß gemacht. Und ja, das war es auch schon wieder. Danach sind wir nach Hause gefahren und dann kam nur noch der Sonntag. Keine Sorge, das Video dauert nicht mehr so lang. Aber ich habe nur mal viel zu erzählen und wenn euch das vielleicht gefällt und so weiter, ne, wisst ihr ja. So, Sonntag. Wann sind wir da angekommen? Natürlich, wir sind im Auto gefahren, wollten unbedingt zweite Liga hören. Pauli ist nicht abgestiegen. Das haben wir da natürlich gefeiert, auch wenn wir verloren haben. Aber trotzdem dann, ich habe es auch gefeiert, dass Darmstadt dann aufgestiegen ist. Ich war in Darmstadt in der ersten Liga. Göttlich. Ja, es hat gespielt Exploited, als sie ankamen. Mein Vater kennt Exploited, ich kenne auch das Logo von denen. Das kam mir auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall bekannt vor. Und ja, es war okay. Es war okay. Ja, was soll ich zu denen sagen? Die hatten auch nicht wirklich Strukturen in den Liedern, also ich habe auch nicht wirklich Strukturen gesehen. Aber war okay. Was auch cool war, es haben sich tatsächlich da Leute auf die Bühne geschmuggelt. Die sind über die Absperrung geklettert, auf die Boxen und haben sich auf die Bühne geschmuggelt. War relativ geil. Aber das Geile an dem Festival war einfach die Security. Die Security war mal richtig geil. Man kennt ja Security nur als Leute, die da vorne rumstehen, dich böse angucken, wenn du irgendeine Scheiße baust, fliegst du. Die haben bei jedem Scheiß mitgemacht. Die haben getanzt, die haben mitgesungen. Wenn du denen ein Fotoapparat hingehalten hast, die haben wirklich dein Fotoapparat genommen und haben dann Fotos aus näherer Position gemacht. Die waren richtig nett, die Typen. Also diese Security hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. Und dann haben irgendwann Exploited auch die ganzen Zuschauer mit auf die Bühne gerufen. Und die ganze Security hat dann geholfen, die Leute auf die Bühne zu heben. Und dann standen da gefühlt ein paar, keine Ahnung, 30, 40 Leute auf der Bühne. Es war relativ cool. Fand ich auch ziemlich witzig, macht auch nicht jede Band. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Nach Exploited kam die Antilopen Gang. Ja. Gut. Antilopen Gang. Ich kenne den Namen der Band. Die spielen so gut wie auf jedem beschissenen Festival, was es gibt. Deshalb dachte ich mir nur so, ja gut, wenn die auf jedem Festival spielen, können sie ja auch gut sein, oder? Leute, tut euch das nicht an. Es war Web. Ich meine, was hat
Was hat eine Webband auf einem Punk-Festival zu suchen? Ich meine, die Leute vorne haben es abgefeiert, aber auch nur, weil die gefühlt schon 10 Liter Bier-Intus hatten. Die waren alle stutzbesoffen, natürlich feiern die das ab. Aber dann haben die ein Lied gesungen, das hieß Deutsch Rap muss sterben, damit wir leben können. Dann sollen die doch auch mal aufhören zu rappen. Ich meine, was ist das denn? Die singen ein Lied gegen das Rap und rappen. Das ergibt doch keinen Sinn. Das zeigt einfach die Intelligenz. Die Intelligenz macht's aus, wirklich. Also wirklich, die Antilopengang, wir haben uns die 15 Minuten gegeben, danach sind wir zum Auto gegangen, weil, nein, einfach nein. Im Auto habe ich dann 2 Stunden gepennt, weil danach eh nur Scheiße kam. Oder zumindest, was heißt Scheiße? Wir haben es ja nicht wirklich mitbekommen. Also sage ich jetzt nicht mal, dass es Scheiße war. Aber jetzt nicht so Bands, die wir unbedingt sehen wollten, sage ich mal so. Danach kam Sonderschule. Seit dem Offspring-Konzert 2011 habe ich mir schon geschworen, Sonderschule nie wieder live zu sehen. Was sich dann aber schon im nächsten Jahr Ruhrpott Rodeo schon erledigt hatte. Sonderschule ist einfach nicht meins. Ich meine, Sonderschule hat wenigstens noch bessere Texte als Kassierer. Oder die Lokalmatadore, zu denen ich auch gleich noch kommen werde. Aber es ist einfach zu low. Es ist mir einfach zu low. Es hat einfach nichts mit Punk zu tun. Sie nennen sich Punkband. Das ist kein Punk. Sonderschule ist kein Punk. Einfach nein. Das ist Radiomusik. Also nichts gegen Radiomusik. Also ich bitte euch, ich weiß, Against oder Offspring läuft ja auch schon mal im Radio. Also da würde ich mir ja selbst ins eigene Fleisch schneiden. Aber das ist einfach zu low. Also das ist, man kann das nicht als Punk bezeichnen, finde ich. Wir haben auch nur die letzten Lieder der Sonderschule mitbekommen, weil mein Vater gesagt bekommen hat, dass die Baboon Show geil wäre. Ja, die Baboon Show hat danach angefangen, auf der kleinen Bühne. An sich waren die auch ganz gut. Der einzigste Nachteil, es hat eine Frau gesungen. Ich habe natürlich nichts dagegen, wenn Frauen singen. Ja, also jetzt, ich bin nicht frauenfeindlich oder so, keine Sorge. Aber ich stehe nicht so auf Frauengesang. Tut mir leid, tut mir wirklich leid. Es gibt nur 3 Bands oder zumindest nur 3 wirkliche Lieder, wo ich es liebe, wo eine Frau singt. Zum einen ist das Paramore, ist ja klar, ich bin ein großer Paramore-Fan, auch ein sehr großer Hayley Williams-Fan, was meine Freundin jetzt wieder ziemlich aufregen wird. Ist halt nun mal so. Zum anderen In This Moment, wobei das Neue von In This Moment mag ich nicht, aber Daddy's Falling Angel war einfach geil. Das war richtig geil. Da habe ich es auch geliebt, da hat die Frau richtig geil gescreamt. Und von Echo Smith mag ich auch Cool Kids. Ich weiß, ich als Punk-Hardcore-Fan feier Cool Kids ab, ja. Aber ich finde das Lied irgendwie cool. Ich weiß nicht, ich mag das einfach. Immer wenn es im Radio läuft, finde ich das geil. Ist einfach so. Ich weiß auch nicht warum, aber ich feiere das Lied. Und ja, wie gesagt, an sich waren die geil. Aber das Einzige, was mich, oder das Einzige, was mich erstens an denen gestört hat, war einfach mal, dass eine Frau, also dass ich sowieso nicht Frauen mag, die singen. Vor allem auch, die waren so ein bisschen arrogant. Weißt du, die Frau stellte sich dahin, hat Baboon Show gerufen und hat aufgefordert, dass alle Leute jubeln. Ich meine, wer ist denn so bitte? Ich meine, wenn ich jetzt auf ein Wise Against Konzert fahre, stellt sich dann auch der Tim, also der Sänger von Wise Against, stellt sich dann auch da vorne hin und sagt Wise Against und alle jubeln so, yeah! Und dann wieder. Und vor allem, das hat die 4 oder 5 Mal hintereinander gemacht. Da stellt sich auch nicht ein Wise Against, yeah! Wise Against, yeah! Und dann immer so weiter. Also, das feiert doch niemand ab. Oder geht Helene Fischer auf die Bühne und sagt Helene Fischer und alle sind am Jubeln. Nein! Nein, einfach nein! Ich weiß nicht, warum die das macht, aber nein. Und die hat sich dann. Ihr wisst ja, wenn Bands sich gegenseitig vorstellen. Am Schlagzeug spielt der und der, an der Gitarre spielt der und der. Nein, das war. Also am Bass, oder ich weiß nicht, ob. Doch, ich glaube, das war das Bass. Da hat eine Frau gespielt, auch in der Band. Und dann die so, am Bass. Die war, ich weiß nicht, aus welchem Land die kam, auf jeden Fall hat die Englisch geredet. Und die so, am Bass. The Woman of Steel. Ich dachte mir nur so, nein, nein, na, das hat die jetzt nicht wirklich gesagt. Woman of Steel, nein. Nein, einfach nein. Es ist nicht schön. Oder auch als die sich selbst vorgestellt hat. Erstens mag ich das noch nicht mal, wenn man sich selbst vorstellt. Also ich habe zwar nichts dagegen, wenn man das macht. Aber ich hab's lieber, wenn dann der Gitarrist dahin geht und dann sagt, aber
wir müssen auch an unseren Sänger denken, der, der und der. Dann habe ich das lieber, wenn der Gitarrist das macht. Und dann ging die da vorne hin und sagt, ich bin der Engel höchstpersönlich, halt nur auf Englisch. Aber ich dachte mir so, nein, das kann die doch jetzt nicht ernst meinen. Das ist doch nein. Oh nee, das wirklich, Leute. Wenn ihr eine Band gründet oder wenn ihr eine Band habt, macht sowas bitte nie. Stellt euch nicht dahin und lasst euch so richtig hart feiern. Sagt nicht euren Bandnamen und hofft, dass alle Leute jubeln. Ich meine, wenn ich euch irgendwann mal treffe, komme ich auch nicht zu euch. Offspringer 97. Und ihr müsst dann alle anfangen zu jubeln. Erstens würdet ihr das sowieso nicht machen, was ich euch auch nicht verübeln kann, aber. Ist nun mal so. Das macht doch kein Mensch. Nein. Ja. Baboon Show war zu Ende, ich war froh. Dann kam New Model Army. Da habe ich mich auch schon richtig drauf gefreut. Ich mag New Model Army, eine sehr, sehr geile Band. Aber ich war am Ende richtig wütend auf die. Oder was heißt wütend? Ich war sehr enttäuscht von denen. Und wisst ihr warum? Das einzige Lied oder eins der einzigen Lieder, die ich wirklich so richtig hart von denen abfeier, 51 State, haben die nicht gespielt. Heißt das 51 State? Ich mein ja. Ich meine, das hieß 51 States. Das haben die nicht gespielt. Ich dachte mir nur so, nein. Ich wusste in dem Moment wirklich, wie mein Cousin sich 2012 beim Voice Against Konzert gefühlt hat. Da ist er nur auf das Konzert gefahren wegen Hero of War und dann hat Voice Against Hero of War nicht gespielt und er ist gefühlt heulend aus der Halle rausgerannt. Genauso ging es mir auch. Ich hätte beinahe geheult. Die haben 51 State einfach nicht gespielt. Ich hätte heulen können. Ich hätte heulen können. Das war echt nicht schön. Aber gut, das war kein schlechtes Konzert, das war ein richtig gutes Konzert von New Model Army auf jeden Fall, weil das heißt, Konzert war ja eine Show. Hat mir richtig gut gefallen. Leider 51 State nicht gespielt, war ich ein bisschen enttäuscht von, aber man kann ja nicht alles im Leben haben. Habe ich ja schon mal gesagt. Ja, danach sind wir direkt an der Haupttribüne geblieben, weil wir uns die Lokalmatadoren erst überhaupt nicht antun wollten, weil das ist genauso wie Kassierer. Ficken, Fußball, Alkohol, Muschis, Titten. Nein, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist schrecklich. Oh. Wie kann man sowas abfeiern? Vor allem der Sänger geht doch, glaube ich, sogar noch nackt auf die Bühne. Was? Nein! Das ist. Da kriege ich so einen Hals. Da kriege ich so einen Hals, ey. Nee, da könnte ich mich selbst erschießen. Oh, aber natürlich. Wir saßen zwar dann weiterhin auf der Haupttribüne, aber haben natürlich so ein bisschen mitgehört und haben uns nur angeguckt und haben uns gedacht, Alter, hört einfach auf zu spielen. Erschießt euch. Oh, nee, ey. Sowas feiere ich echt nicht ab. So. Headliner am Sonntag. Also gestern. Gestern Nacht. Oder was heißt gestern Nacht? Es war ja heute Nacht sogar. Es ist gerade Montag. Das war ja schon um 0 Uhr. Es war The Addicts. The Addicts. Ja, wer ist The Addicts? Man kennt das Logo von The Addicts. Man kennt den Bandnamen The Addicts. Aber ich habe noch nie was von denen gehört. Also noch nie ein Lied von denen gehört. Deshalb mit null Erwartungen bin ich daran gegangen. Und wer das Logo von The Addicts kennt, der weiß, das ist so ein geschminkter Typ mit einer Melone. Das nennt man, glaube ich, Melone, ne? Diese. Es war kein Zylinder, sondern so ein Melonenhut, ne? Und dann habe ich mir schon gedacht, ja gut, der Sänger kommt jetzt vielleicht so auf die Bühne. Hat er auch getan. Aber habe ich schon von vornherein gedacht, okay. Habe ich mir auch so vorgestellt. Aber das, was dann kam, meine lieben Freunde, das war eine der geilsten Shows, die ich je gesehen habe. Ich kenne The Addicts nicht, aber ich muss sagen, sie haben mir heute Nacht gezeigt, wie geil sie sind. Ich bin ein großer Addicts-Fan geworden seit heute Nacht. Die haben eine Show hingelegt. Die haben eine Bühnenshow hingelegt. Die haben eine Zuschauerbindung hingelegt. Das war der Hammer. Fahrt unbedingt auf The Addicts. Also, wenn ihr noch nicht mal Punk mögt, allein die Bühnenshow wird euch mitreißen. Das war der Hammer. Ich sag nur, wenn ich das jetzt beschreiben soll oder wenn ich jetzt erzählen soll, was sie so gemacht haben. Gefühlt nach jedem Lied kam eine Konfettikanone. Der Sänger hatte so viele unterschiedliche Sachen dabei. Der hat Kuscheltiere in die Menge geworfen. Der hat Leuchtebrillen in die Menge geworfen. Der hat sein komplettes Mikrofon mit Luftschlangen ausgelegt. Das Mikrofon sah aus. Das bestand nur noch aus Luftschlangen. Der hat Spielkarten in die Menge geworfen. Der hat riesengroße Strandbällen in die Menge geworfen. Gefühlt 20 Stück, die dann jeder hochgehalten hat. Selbst die Security hat da mitgemacht mit den Strandbällen. Das war der Hammer. Die haben eine Bühnenshow hingelegt. Wenn die nochmal in Deutschland spielen, ich will die unbedingt nochmal sehen. Die waren so geil. Jeder, der auf Punk oder sonst irgendwas steht, muss The Addicts einfach lieben. Die waren pure Göttlichkeit. Pure Göttlichkeit. Ich kann nur von The Addicts schwärmen.
Das war das größte Highlight für mich des kompletten Festivals. Und ich war echt traurig, als Verdicts zu Ende war. Ich habe sogar ein paar Spielkarten gefangen und ich stand in der ersten Reihe. Ich stand gefühlt bei jeder Band in der ersten Reihe, weil in der ersten Reihe war immer Platz. Und ich habe ein paar Spielkarten gefangen, ich habe mir die sogar mitgenommen. Auch wenn es nur normale Spielkarten waren, die halt nur mal ein bisschen größer sind, so doppelt so groß oder so. Aber einfach als, ja, als Erinnerung habe ich mir das mitgenommen. Es war einfach eine großartige Show. Ich danke den Addicts nur, dass die mir sowas gezeigt haben. Und dann war das Ruhrpott-Rodeo auch schon zu Ende. Und mein Fazit ist, es war ein hammergeiles Festival. Es waren zwar auch ein paar Scheißbands bei, drei oder vier. Aber wenn ich alles aufzählen würde, was ich richtig geil fand, wie Addicts, New Model Army, Stiff Little Fingers, Danko Jones, Agnostic Front, Total Chaos und. Ich könnte lange aufzählen. Es war ein richtig geiles Festival. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und wenn nächstes Jahr wieder so geiles Line-up ist, würde ich da auf jeden Fall wieder hinfahren. Und vielleicht habt ihr jetzt auch so ein bisschen Eindruck gefunden, wie es so auf einem Ruhrpott-Rodeo abläuft. Viele verrückte Leute auf jeden Fall. Auch viele nette Leute wieder kennengelernt. War schön. War wieder schön, nach 3 Jahren wieder am Ruhrpott-Rodeo zu sein. Wie gesagt, wenn nächstes Jahr wieder gutes Line-up ist, fahre ich wieder dahin. Mal schauen. Wenn es so wie 2013 wird, wo das Line-up nicht ganz so rauschend war, dann vielleicht nicht. Aber ich würde da gern wieder hin. Und vielleicht zelte ich ja auch mal da. Weil Bekannte von uns haben auch, oder Freunde von meinen Eltern haben auch so einen Bus oder so eine Art Wohnwagen. Und dann nehmen wir den vielleicht mal mit. Wissen wir noch nicht. Haben wir uns so ausgemacht. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Eindruck bekommen. Und wenn euch sowas gefallen hat, wenn ich mal so ein bisschen von Sachen erzähle, wo ich war, so Konzerte, Festival, andere Shows, dann würde es mich sehr freuen, wenn, also, wenn es euch gefällt, ja, genau. Und wenn es euch auch wirklich gefallen hat, dann könnte ich vielleicht sowas auch öfters machen. Wenn ihr sagt, hör mal, das war gut, vielleicht kannst du das mal öfters machen, dann mache ich das auch natürlich für euch. Oder wenn ihr wollt, wenn du dich noch gut an was Altes erinnern kannst, erzähl uns mal auch noch irgendwas Älteres, wo du vielleicht mal auf einem Konzert oder auf einem Festival warst. Wie, ich habe ja heute auch sehr viel vom Weiße Gänse Konzert erzählt. Kann ich auch gerne machen. Also wie gesagt, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt und es euch gefallen hat, könnt ihr es ruhig in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas nochmal öfters sehen wollt oder nicht. Bleibt euch überlassen. Mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, auch richtig Spaß gemacht, gerade zu erzählen und euch so ein bisschen Eindruck zu geben. Und ja, jetzt geht's auf jeden Fall wieder weiter mit Let's Plays. Keine Sorge, die vernachlässige ich ja nicht, ne? Und ja, wir sehen uns vielleicht in einem nächsten Part wieder oder vielleicht sogar in einem nächsten Erzählungspart. Wer weiß das schon? Ja, und ich sage bis dahin, tschüss.